Keiner von denen hat Loot. Ich habe noch nicht einmal gesehen, dass einer von denen Loot fallen gelassen hat. Weil früher war es so, also in der Alpha 16 sogar noch, dass jeder Zombie quasi ein eigener Loot-Container war. Und jeder Zombie hatte halt eine Chance, dass da Loot drin war. Oh, und ich sag's noch. Oh mein Gott. Nice, nichts. Und das hat halt sehr stark auf die Performance geschlagen. Weil man muss sich... Das sind wie bewegliche Kisten, die überall rumliegen. Und die verdorren sehr schnell. Da werden die alle zu so einem Matschhaufen. Und dann ist halt der Loot kaputt da drin. Das haben sie geändert. Zombies an sich droppen jetzt nichts mehr, außer, wie man es gerade gesehen hat, ab und zu mit einer gewissen Chance zum gelben Sack. Und das ist dann quasi der Loot, den die droppen. Ist anders. Ist ein bisschen Umgewöhnung. Aber dafür ist dann, wenn was drin ist, nicht so wie bei mir, normalerweise auch besseres Zeug drin, weil in den anderen, dann war da so Papier drin oder Stofffetzen oder halt Zeug, was kein Mensch braucht. Richtig unnötig. So, es ist halt ein bisschen anders. So, 9. Das haben wir schon. Wie sehe ich denn jetzt aus eigentlich? Ich bin der ultimative Zauberer. Das klingt nicht sehr gut. Ich gehe nach draußen, allerdings bin ich erstmal hier drin. Das sind überall Bilder. Das sehe ich diese Mechanical Zeugs und sowas. Das kann ich jetzt mal. Das hier kommt weg. Bin ich nicht ein Level aufgestiegen? Nee, das habe ich ja schon eingesetzt. Ich steige bald ein Level auf. Ich habe noch nicht genug Kochtöpfe. 5 reichen mir noch nicht. Ich brauche noch ein paar. Oh. Weißt du, wenn man schon von spricht. Warum nicht 7? Ne? Oh, weg damit. Außerdem haben wir gerade einen Grill bekommen. Das ist super gut. Ein Kochgrill. Das ermöglicht, mehr Rezepte herzustellen. Effizientere Rezepte. Das ist irgendwie... Da oben gibt's eine... Ah, nee, das ist nur... Naja, ich dachte schon. Okay. Sollten wir bald wieder Pfeile herstellen. Ja doch, Pfeile. Wie könnte ich denn, theoretisch? 43, da habe ich aber kein Holz mehr. Ich brauche das Holz zum Brennen. 20 erstmal. Ich muss Holz sammeln. Wenn ich dieses Haus hier durchsucht habe, werde ich erstmal ein bisschen Holz und so sammeln. Motherlord Perk für 30 Minuten. Dann sehe ich weg damit. Kann ich aktuell 0 verwenden und ich habe auch keinen Platz, um es mitzuschleppen die ganze Zeit. Deswegen kommt es erstmal weg. Nicht, dass da was steht. Ach, Kinder. Hightech Modification zu Weapons in Arme. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Plattenbau. Plattenbau Kindergarten ist es hier. Sieht ein bisschen trostlos aus. Kannst du mal jetzt einfach liegen? Gib mir was.
Nein. Komm hier, das kann ich jetzt einfach zerdeppern und das anziehen. Ist echt ein bisschen grau gerade geworden. Ja, ich geh mal ein bisschen was Zeug sammeln, weil... Ihr hört dazu, ne? So überladen. Ist echt nicht schön. Ich muss das irgendwann mal... In der Nacht baue ich eine Kiste und... Leg's einfach alles da rein. Weil... Die Sache ist... Ich bin ja sowieso hier in der Stadt und... Wenn ich... Hier einen Bunker finde... Also die Stadt ist groß. Man sieht da hinten... Ganz da hinten... Warte mal... Da geht's noch weiter. Hier vorne, da hinten ist noch Industrie. Hier ist nicht mehr so viel, also... Es geht vor allem, ich sag mal so, in dieses Gebiet hier rein. Und... Wenn ich da... Moment, das muss ich ankreuzen. Ich mache jetzt hier zum Beispiel einfach einen Wegpunkt hin. X. Das heißt... das ist blöd. Mögliche Unterkunft, das kommt weg. Das kommt weg. Hier mache ich einen Wegpunkt hin. X, das heißt, dieses Haus ist gelootet. Das ist einfach nur für mich. Dafür da ein bisschen organisatorisch. Was? Da hinten ist ein Wasserturm. Sieht zumindest aus wie ein Wasserturm. Da, diese Spitze, die da ist. Also, das ist nur für mich, um ein bisschen den Überblick zu behalten. Ansonsten hat es keinen Mehrwert. Oh, ich dachte gerade. Boah, dieses Spiel macht mich wahnsinnig. Kann ich jetzt die restlichen Dinge herstellen? 62 habe ich? Oh, und gleich habe ich noch mehr. Und es ist... Ich bin durstig. Ja, und ich bin halt überladen bis zum geht nicht mehr. Es wäre eventuell... einer der Gründe. Ich werde definitiv vor... Ich müsste mir das eigentlich mal ankreuzen. Ah, nee. Ich müsste mir die Wasserquelle eigentlich mal ankreuzen. Dass ich die finde. Ich meine, hier sieht man sie auf der Karte. Da hier ist auch eine, aber hier ist auch eine. Das ist ja direkt hier nebendran. Das ist ja da, wo ich meinen Schlafsack hingelegt habe. Oh, ich glaube, ich sehe ein Militär... Oh, ich sehe ein Militärcamp von hier aus. Man sieht da hinten... Also quasi genau jetzt Richtung Süd-Südosten. Da ist so ein... Also, da hinten. Da ist so eine kleine Mauer, wie sie von so einer Burg. Und dahinter steht ein Haus mit so einem, ja, türkisen Dach. Und das ist komplett mit Zement ummauert. Das ist ein Militärlager. Also richtig mit... Da ist eine richtig fette Mauer und vorne ist so ein Zaun. Da kann man durchsprechen. Da sind auch Soldaten drin. Und die sind halt groß und schnell. Nicht schneller als andere, aber stark. Groß und stark. Da müssen wir aufpassen. Komm, das machen wir noch kaputt. Wie viele Steine habe ich jetzt? 71 nur. Das ist nicht viel. Ich brauche mindestens mal 100. Ich bin dorstig. Schon wieder. Das ist krass. Das ist richtig krass. Das ist die Hitze. Wann kommt der nächste? Warte mal, wie viel fehlt mir noch für ein Level Up? Stehen das? Hier, 204.
Oh, verdammt. Ich kann immer noch nicht die ganzen Pfeile herstellen. Ich brauch mehr Steine, nicht mehr Holz. Was mache ich denn? Dieses Holz brauche ich trotzdem noch. Nehmen wir den Baum noch mit. Wenn es kein richtiger Baum ist. Nehmen wir mal zwei von. Ich fände es besser, wenn. Wenn Hunger und Durst als ne, zweite Werte hier zum Beispiel angezeigt werden, so wie Stamina wird mit, also Hunger wird ja mit Stamina angezeigt dann, weil es ja gekoppelt ist hier. Aber Wasser zum Beispiel, ich sehe nicht, wie durstig ich bin. Ich sehe nicht, wie durstig ich bin. Das ist so eine Sache. So, die Statuswerte, beziehungsweise hier die Survival-Werte da. Nein! Oh, jetzt hat er noch eins gegessen. Na egal. Etwas offensichtlicher darzustellen, da gibt's, glaube ich, eine Mod für. Also, was heißt eine Mod? Das ist so eine Datei. Das ist eine HUD-Datei, die einfach nur einen Fortschrittsbalken anzeigt, je nachdem, koppelt mit einem ganz bestimmten Wert. In dem Fall Hunger und Durst. Das konnte man sich damals einfach in diesen Ordner reinkopieren. Und der hat es dann angezeigt. Das war super. Ich weiß noch nicht, ob das immer noch funktioniert. Okay. Was? Fortitude Level 3. Nice. Ja, muss ich machen. Das ist, wenn ich wirklich hier bleibe und die Möglichkeit ist sehr groß, weil das ist eine große Stadt und da einen Bunker zu finden ist denn dementsprechend relativ hoch. Brauche ich auch hohes Fortitude. Da muss ich das so oder so skillen. Steine. Ich habe noch 4 Stück. Jetzt müsste ich eigentlich alle herstellen können. Ja, endlich. Das kommt weg. 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 Das nicht. Das. Wunderbar. Bisschen Zeug sammeln muss ja auch mal sein. Ich meine, gehört auch irgendwie dazu. Fuck. Trinke Flüssigkeit. Wer hätte es gedacht? Ich brauche wirklich viel Wasser, wenn ich hier überleben will. Weil das ist schon. Ich meine, 33 Grad. Ich sag mal, wenn ich es unter 30 bekomme, bin ich schon mal. Das ist mein Ziel. Erstmal die gefühlte Temperatur unter 30 zu bekommen. Weil dann kann ich immer noch. Also bis dahin kann ich immer noch mit Klamotten arbeiten und mit den Skills und sowas. Und solange die Sonne da ist, ist es halt kacke. Aber sobald die weg ist, kann ich mich um andere Sachen kümmern. Fucking out of stamina. Hier, das ist schon wieder weg. Das Gute ist jetzt aber, dadurch, dass ich mein Health hochgemacht habe, ist mein Wasser auch hochgegangen irgendwie. Das heißt, maximale Stamina geht dann maximale Nahrung, maximal Health geht mit maximalem Wasser. Das ist gut. Hunger geht eigentlich gar nicht so weit, so schnell runter. Das ist ganz okay. Aber ich muss es trotzdem im Auge behalten. Man kann ja nie wissen. Schon 18 Uhr, du. Ich würde sagen, ich sammle noch ein paar Steine, ein bisschen Holz. Ich mache den Stein hier noch kaputt, dann da drüben vielleicht nur ein, zwei Bäume. Dann gucken wir mal, ob wir überhaupt noch ein Haus machen können. Vielleicht ein kleines.
Wasser muss ich definitiv mit reinnehmen. Verstecken wir uns oben. Ich muss das Wasser eigentlich brennen, also kochen, bevor es Nacht wird. Ich weiß nicht, wie weit die das wittern können, das Feuer. Das wird ein Spaß. Die werden... Wie gesagt, das sind alles, was ich so im Kopf habe, ist halt von früheren Versionen. Ich kann nicht versprechen, dass es immer noch aktiv ist. Wenn ich zum Beispiel sage, ja, Zombies werden vom Feuer angezogen. Von Wärmequellen. Das war mal so. Ich weiß auch nicht, ob es immer noch so ist. Oder wenn nicht, seit wann es nicht mehr so ist. Kann ich nicht sagen. Wie viel habe ich denn jetzt? 177, das ist ja schon mal gut. Mach ich mal weg. Obwohl. Nee, ganz ehrlich, die kann ich auch. Obwohl, warte mal. Die Kohle nehme ich mit. Liegt die? Nee, die andere Kohle liegt hier nicht mehr. Das ist natürlich schade. Den mache ich weg, dass er mir nicht zu nahe kommt. Okay. Er hat ein paar neue Tricks gelernt. Habe ich aber auch, mein Fräulein. Arzt. Schön. So. Was ich gut finde, ist, dass sie das mit dem Trinken verändert haben. Weil früher, da sind wir wieder beim Thema, früher war es so, mit Rechtsklick habe ich auch getrunken. Und wenn ich jetzt dreckiges Wasser gesammelt habe und dann Rechtsklick gespannt habe, habe ich dann aus Versehen dreckiges Wasser getrunken irgendwann. Und das ist damit Geschichte. Dass ich jetzt auf jeden Fall nur noch mit der linken Taste trinke und mit der rechten Taste einsammle. So, da sind wir wieder. Das packe ich da rein. Eier könnte ich jetzt kochen. Will ich das? Erstmal das hier. 8 gekochte Eier. Das Dumme ist, und vielleicht ändern sie das noch, hoffentlich ändern sie das noch, wenn ich jetzt hier ein Rezept zum Beispiel habe, was Wasser benötigt als Zutat, also Flasche Wasser, und ich dann, sagen wir mal, ich habe 8 Eier und 8 Flaschen und das dann koche. Ja, oder? Dann verschwinden die Wasserflaschen dafür. Also es verschwindet nicht nur das Wasser daraus, sondern auch die Flaschen. Das ist halt schon nicht so geil. So, ich lege hier mal ein paar Sachen ab, die ich aktuell nicht brauche. Die kann ich eventuell später wiederholen. Ich denke, das ist okay. Die Sachen, die will ich mitnehmen. Das kann ich nur ablegen. Die Sachen will ich mitnehmen, auf, wenn ich looten gehe. Aber alles, was drüber hinausgeht. Also 3,5 Minuten geht's noch. Das heißt, um 1:30 sollte reichen, die Kohle. Für das ganze Zeugs. Problem ist, die werden jetzt irgendwie angezogen wieder, glaube ich. Ich gehe nochmal kurz nach draußen. Fuck. Ich habe gerade da hinten eine Horde gesehen. Jetzt kommen mir die Stripper um die Ecke. Was geht denn hier ab? Hä? Der Billy Bob und seine Stripperbande. Unglaublich. Das nackte Volk.
wollte eigentlich den hier vorne treffen. Der ein bisschen am Rumzucken ist. Ich kann den ja hier einfach durchs Haus jagen. Also scheint das Feuer tatsächlich noch Untote anzuziehen. Oh, Loot. Komm schon. Was ist das denn? Mein Messing-Trophäe ist so gut. Die brauche ich fürs Messing. Ich riskiere mal einen Blick. Ja. Fuck. Ich kann da nicht raus, wenn die Biker da sind. Ich muss das Feuer ausmachen. Ist das jetzt mal bald... Eine Minute noch. Verdammt nochmal. Aber zumindest ist das Wasser schon mal fertig. Das nehme ich auch komplett mit, weil hier ins Heiße tagsüber braucht man viel Wasser. Wie viel bringen die Eier denn überhaupt? 10. Mehr als das Ding hier. Kann ich eigentlich schon mal essen. Solange die nicht hier hochkommen, bin ich hier vorerst safe. Also... Bin ich etwa gut hydriert? No? Komm schon. Okay, das hier lasse ich jetzt tatsächlich mal hier. Weil wenn ich sterbe, spawn ich ja sowieso hier oben. Allerdings... Ich weiß nicht, ob ich einen Kochtopf mitnehmen soll. Die Biker sind da unten. Das gibt's ja nicht. Die werden mir echt noch zum Verhängnis. Naja, wenn es wieder Tag wird, ist es ja jetzt eh. Ich hoffe, die reißen nicht das Haus ein, denn Häuser können einstürzen. Wenn ihr eine Basis baut oder in einem Haus euch verbarrikadieren wollt, denkt daran. Die neue KI, also seit der Alpha 17 von den Zombies ist so, zumindest kam es mir so vor, ob das Absicht ist, weiß ich nicht, dass sie... Wenn man an einer erhöhten Position ist, wo die keinen logischen Weg hinfinden, also Treppe oder irgendwo Blöcke hochzulaufen, dann gehen die an die Schwachstellen von, also die Ebene, wo man sich befindet, wo sie mit dem Boden verbunden ist, also die Stelzen oder die Wände von einem Haus, da gehen die hin und zerschlagen das. Und wenn die das gemacht haben, stürzt das Haus ein. Das hatte ich, in der Staffel 1 hatte ich das mal. Da waren wir auf einer Baustelle und haben von oben runtergeschossen, weil Baustellen, also diese unfertigen Baustellen, die groß sind, die sind brutal. Und da laufen Leuchten rum, schnelle, feral, völlig egal, alles. Und wir haben von oben runtergeschossen, weil wir runter wollten, auf dem Rückweg, und die sind unten alle rumgelaufen. Und dann hat man gesehen... Da ist mir gerade noch aufgefallen, habe ich überlegt, Moment, die laufen von Stelze zu Stelze, ja, von Träger zu Träger. Und in dem Moment haben sie das letzte Ding gemacht und die halbe Baustelle ist über uns eingekracht und mussten so schnell weglaufen. Das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, die Zombies, die haben definitiv was an der KI gedreht und die sind, früher waren die richtig dumm. Aber mittlerweile sind das richtige Monster geworden. Das ist brutal. Ja, die haben Spaß da unten. Die haben Spaß. Wir haben Essen. Bier. Das hier und das hier. Trinken. Insulation würde ich gerne noch eine Stufe machen. Aber ich kann zumindest in die Stadt mal auf der Suche nach einem Bunker gehen. Ich glaube, das ist erstmal die erste Priorität, damit ich erstmal sage, okay, hier wird jetzt die Basis gebaut. Und von da aus kann ich mich dann immer noch ausbreiten oder eine Festung oben drauf bauen. Wenn ich zum Beispiel unten das als Hauptbasis nehme und dann oben
für die Nacht, für den Blutmond oder sowas, einfach wie so einen Turm hinbau oder eine Mauer oder was weiß ich. Das ist auf jeden Fall die erste Priorität. Vielleicht nicht die erste, aber eine der obersten Prioritäten, den Bunker zu finden. Einen Bunker. Ich will nicht in den Hofbunker rein, weil der ist kleiner und schwerer zu verteidigen. Der Brunnenbunker, der ist sehr viel, ja, sehr viel besser. Also, das ist meine Meinung. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, in der dritten Nachtfolge in diesem Falle und in diesem Sinne, bis dahin.